Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Keine Rede mehr? Safe? Sicher? Ganz sicher? Okay. Also Spiel gesamt, nicht nur die Sprache. Ja, okay. Das ist ja eigentlich so geplant, weil ich es halt... Das ist halt noch ein YouTube-Projekt und ich kann es halt... Dadurch, dass ich den Stream halt später nur downloade, kann ich nicht noch später wirkliche Soundeinstellungen machen. Und ich bin der Meinung, es ging, also für YouTube ging es auf jeden Fall, so wie es jetzt... Obwohl es war doch schon leise, ja, hast schon recht. Ich könnte es bei OBS nochmal lauter machen. Ich mache es erstmal hier halt noch ein bisschen lauter. Ja komm, ich mach's einfach mal voll. Dann musst du mir gleich mal sagen, wie das jetzt klingt. Wenn ich nochmal Text zu sprechen hätte. Kann ich die kaputt machen? Nee, schade. So. Also dass Musik und so laut, leise ist, ist klar. Ich habe Musik bei Spielen immer leise eigentlich. Außer bei Ori and the Blind Forest. Okay, das ist auch sehr leise, da hast du recht. Aber das ist bei mir auch mega leise. Ich glaube, das liegt einfach nur an den Soundfiles. Das könnte auch sein. Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken. Wir lassen das jetzt erstmal so. Kontaktminen brauchen wir nicht. Was habe ich gerade aufgesammelt? Okay, manchmal sollte ich mir vielleicht doch lesen, was ich aufsammle. Aber okay. Also der Sound ist jetzt definitiv besser. Jetzt braucht man nur noch Text. Okay. Alles klar. Kommt bestimmt gleich. So viele Textpassagen, wie hier kommen, wird safe gleich eine kommen. Ich sag's dir. Ansonsten drück ich einfach T. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere ihnen Fontaine an. Wir können gleich das hören. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster? Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Oh. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Jo. Schade. Ionische Schrot nicht voll. Und wie sieht's aus? Text immer noch ziemlich leise. Echt? Ha! Huh. Das war unlucky. Aber okay, dann mach ich, ja, der Text ist allgemein sehr leise bei dem Spiel. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es laggt gerade wieder ein wenig. Es tut mir leid. Gut, dass es jetzt hier so ein paar, ja, Soundeinstellungen gibt. Jetzt Bild auf 8 Dezibel erstmal. Also minus 8 meine ich. 8, das wäre krass. Es laggt wieder. So. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen... So, kann ich das... Das Verfahren kann ich die Texte auch wieder abbrechen? Die Schneckin allein konnte nicht genug ein bisschen, okay. Für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt... Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Oh. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Okay. Kann ich das zerbrennen? Alles klar. Es brennt, aber es verbrennt nicht.
Okay. So, wie sah es eben aus mit dem Sound? Ich glaube, anders kann ich das nicht einstellen, weil der Text in dem Spiel halt allgemein leider viel zu leise eingestellt ist. Hast du ja gesehen, ich habe die Spracheinstellungen schon auf 100%. Oder halt 10 Punkte. Oh, kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht. Schade. So. Ich weiß, ich müsste dem Pfeil folgen, aber ich will erstmal hier alles... Es war nicht mein Schatten. Wessen Schatten war das gerade? What? Granatwerfer. Spielergranate. Bin ich voll, okay. Ja, also wenn er sowieso so leise ist, geht das, denke ich. Alles klar, okay. Dann lass ich's so. Ja, es ist halt ein bisschen sehr, sehr unlucky, ne? Wie gesagt, das ist mir halt auch schon seit Ewigkeiten so aufgefallen, dass das Spiel halt mega leise Soundausgabe, also Textsprachausgabe hat. Also ich weiß, ich habe ihn nicht gekillt. Aber wo ist er hin? Hallo? Okay. Warum? Was wäre so witzig gewesen, wenn ich jetzt auf diese Hake getreten wäre und die hätte mich jetzt K.O. geschlagen. Durchs, weiß nicht. Bis dann. Muss ich jetzt gleich noch gegen dich kämpfen? Aber weil ich ihn eben wahrscheinlich nicht gehittet habe, ne? Krieg ich ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz gekillt. Hä? Hä? Oh, lol! Houdini-Splicer. Kann ich die fotografieren? Ja! Objekt ist tot. Okay. Ja, dann ist das so. Chlorophyll-Lösung, okay. Interesting. Oh. Oh. Zigaretten, immer gut. Hey. Kaffee. Oh, geil. Hallo? Ich hab grad wen lachen hören. Hier, da muss ich durch. Einfach verstecken. Und da ist der! Oh, ich muss jetzt mal nachladen. Mein Aim ist on point. So, ich bin dann mal weg. Was esse ich denn selber streamen? Alles klar. Hast du rein und viel Spaß beim Stream später. Was streamst du so? Hallo? Okay. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann sich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen, und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit diesem... mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Ja? Akzeptiere ich so die Aussage, würde ich meinen. Oh, schöne Musik. Oh, hey. Und nicht schon wieder so ein Kackgeschütz. Oh, lol, ey. Leute, geht mir nicht auf den Sack. Ich habe leider keine panzerbrechende Munition mehr. In der Pistole. Sonst hätte ich die gerade genutzt, um die zu zerbellern. Oh. Hallo?
Ionischer Schrot brauche ich nicht. Kerosin, okay, kann man immer gebrauchen, glaube ich. Bestimmt irgendwie. Hier muss ich lang. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang. Hier ist eine Medistation. Hier ist noch ein Raum. Oh, mit Bandagen. Okay, das ist schön. Da kann ich von. Sie war hier. Ja, Klette! Parasit! Das wird nicht funktionieren! Ich glaube, ich bin tot, wenn ich in dieses Kabel trete, oder? Habe ich irgendwie das Gefühl. Deswegen lasse ich es einfach mal. Und trete dann nicht rein. Spring rüber. Au. Okay, ich bin nicht tot, aber ich habe damit bekommen. Ist schon fast das Gleiche. Achso, jetzt ist das Kabel auch weg. Ja gut, dann ist es ja egal. Wow. Geld. Achso, hä? Okay, dann bin ich gerade voll den unnötigen Weg gegangen, aber okay. Erstmal noch den Safe hacken. Hacken. Okay, wir brauchen erstmal das. Wir brauchen am besten das. Jetzt das. Oh Gott, den. Den. Ne, der muss dahin. Und den noch. Nein! Oh, leck mich! Wir wollen erstmal einen nach unten. Bitte, danke. Wollen wir den nach da und den nach da. Und dann jetzt wieder einen nach unten. Nehmen wir noch einen nach unten. Den muss ich den da hinpacken. Oh Gott. Okay, ich hab noch einen. Oh. Gut. Hätte ich das nämlich gerade verkackt. Napalm, okay. Dann wäre ich gestorben. Weil ich mich nicht geheilt habe. So dumm wie ich bin. Okay. Alles einfach einsammeln. Was haben wir hier noch? Verbandskasten, schöne Sache. Panzer brechen. Schön. Schön, schön. Sowas sammle ich doch gerne ein. Nehmen wir noch Verkaufsautomaten. Hä? Was ist der denn? Egal. Stickstoffgranate. Brauche ich nicht. Brauche ich von eigentlich gar nichts. Nee. Ionischer Schrot und Film brauche ich auch nicht. Mit ionischer Schrot bin ich voll. Und Film, so viele Fotos schieße ich gerade gar nicht. Also es ist gar nicht so wichtig. Hey! Den könnte ich vielleicht fotografieren, den habe ich noch nicht fotografiert. Aber irgendwie will ich auch nicht alle Fotos sammeln, muss ich ganz ehrlich sein. Das wäre mir, glaube ich, viel zu anstrengend. So ein Nebenziel, das muss man nicht unbedingt machen, in meinen Augen. Wenn das vielleicht später noch übel krasse Vorteile haben sollte. Habe ich halt Pech gehabt. Kann ich hier hoch? Ah. Hey. Okay. Nice. So. Alles ist voller Sperma. Alles. Voller Sperma? Schöne Information. Ich weiß es nicht genau. Alles klar. Von hier komme ich ja. Digga, lach nicht so doof. Komm ich durch? Ja, da kann ich durch, aber ich will auch hier lang gehen. Aber hier ist nichts. Okay. Dann gehe ich wieder hier lang. Was ist hier? Gar nichts? Ah doch, hier komme ich noch lang, okay. Das scheint mir irgendwie der richtige Weg zu sein. Laut Pfeil. Kacke. Hm.
Oh, Junge, du stehst hier im Weg. Ein bisschen. Was will ich denn? Wärme suchen, Kontaktmine, komm. Er greift gerade nicht mich an, oder? Greift er mich an? Er greift mich an. Wo ist er denn? Da ist er. Ooh, easy. Alles wird gut, kleine Little Sister. Alles wird gut. Sicher denn? Danke. Man kann dich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Krass. Das finde ich ja schon cool. Irgendwie komme ich hier. What? Mega. Ich dachte gerade, hä? Unsichtbare Wand? What? Und auf einmal ist es halt so ein dummer Splicer. Aua. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Lalalala. Ach nö! Oh, come on! Habe ich panzerbrechend? Ich habe keine panzerbrechend mehr. Ja, komm mal runter und entspann dich! Okay, da ist die nächste. Bewegen. Oh, jetzt explodiert die ja noch über meinem Schädel. Oh, ich hasse es, ey. Dass mich die Kamera aber auch gesehen hat. Dann geh weg jetzt. Und du auch weg. Ich will nicht mehr. Oh, ich sehe die aber auch manchmal gar nicht. Hey, von wo komme ich denn nochmal? Lifeclick ist eines der beliebtesten Zugänge auch verschafft an denen, die dich nicht haben wollen. Okay. Zeit für die Eier, süßer Engel. Kann ich jetzt nochmal bitte erfahren, von wo ich kam? Kam ich von hier? Ja, hier kam ich hoch, ne? Ja, genau. Da ging ich... Oh, nee, warte, da bin ich... Hä? Ich bin der Main nämlich verlaufen. Von... Ah, hier bin ich runtergesprungen. Stimmt. Hier liegt wer tot. Kann ich das irgendwie... Ach komm. Ja. Okay. So, von hier bin ich runtergekommen. Ja, lass mich da hoch. Nein, ich will... Das da, danke. Ich nutze mal Auto-Hacker, komm. Ich hab so viele davon. Panzerbrechend. Achso, warte mal. Was? Oh. Oh! Okay. Durchschnittlicher Erfinder-Achievement. Oh, das ist ja auch cool, dass es so eine Automaten gibt. Wusste ich gar nicht. Oh, das finde ich ja nice. Guck mal, jetzt könnte ich hier noch Antipersonen, aber das brauche ich nicht. Ich habe keine... Was ist das? Ich weiß nicht. Oh, das ist... Oh, das ist cool.
Loch ist echt cool. Von hier komme ich nämlich. Genau, von da komme ich. Alles klar. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.